Hallo, hier zurück bei The Long Dark, mit mir der Annika, die jetzt etwas ausgeruhter ist als am Montag. Hallo Jeremiah, dir geht's hoffentlich immer weiter besser. Ja, deswegen, ich wollte eigentlich die letzten beiden Tage aufnehmen, aber ich musste mich erstmal um mich selbst kümmern tatsächlich. Also, wenn ich je in meinem Lebenslauf irgendwo oder Bewerbungssachen mal je geschrieben habe, ich bin belastungsfähig, ich habe gelogen. Ganz toll gelogen. Ja. So, so ist das halt. Ich habe irgendwie letzte Woche gar nicht vertragen, körperlich und seelisch. Und musste wirklich jetzt die letzten beiden Tage, also so Dienstag und Mittwoch, erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen mich versuchen zu entspannen. Ja. Wir haben Nachmittag und haben Hunger. Und deswegen, ich nehme heute am Donnerstag auf und ich werde heute Abend nochmal aufnehmen um 18 Uhr, nämlich Life is Strange Before the Storm, das irgendwie komischerweise bei uns 18 Uhr rauskommt. Alle anderen spielen das gerade schon. Die Konsolen haben, die spielen das schon seit Mitternacht. Das ist wirklich toll. Und ja, aber nun gut, mir kam es jetzt ganz zugute, weil es mir nicht so gut ging. Deswegen wäre es mir etwas schwer gefallen, das in der Nacht aufzunehmen. Ich habe einen Plan, meine werten Freunde der guten Long Dark Unterhaltung. Die Wölfin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Kiste hier verbuggt sein kann. Das muss nicht sein, das kann sein. Das hier, das Zeug kann hier. Was war das denn jetzt schon wieder? Das hat gerade. Hat das gerade. War ich das? Hat das geflackert? Wer weiß. Dass die Sachen hier verschwinden irgendwie da draus. Und ein paar von euch haben mir schon geschrieben, dass ihr habt alle selber das Camp Office genommen und. Vielleicht wolltet ihr mir durch die Blume sagen, Annika, geh doch ins Camp Office und wir gehen jetzt einfach ins Camp Office. Es tut mir wirklich leid, wir ziehen jetzt mal. Aber bei dem Wetter möchte ich irgendwie. Wir ziehen jetzt mal eine Runde ins Camp Office. Jetzt packe ich hier die ganzen Streichhölzer wieder rein, die ich erst rausgepackt habe. Naja, gut, so ist das halt. If I can drop any of this gear. Ein Kilo Streichhölzer. Wow. Die Rohrkolben lasse ich drinne. Wollen wir das Holz schon mitnehmen? Wir verlieren natürlich den Luxus, dass wir bei Jeremiah dieses Feuer halt nutzen können. Aber hey, ja, es gibt Schlimmeres. Ich nehme einfach mal. Ich packe jetzt erstmal hier. Ne, wie im Endeffekt. Ich packe mal das wichtige Zeug ein. So, ja, Kaffee ist auch wichtig. Ich will mich nicht zu überladen. Und ja, deswegen. Und ich mag das Camp Office sehr. Ich finde wirklich, dass das Camp Office eine sehr weihnachtliche. Ich weiß nicht, warum das so weihnachtlich wirkt. Ich weiß nicht, warum. Und deshalb wird deswegen. Also, ich gehe jetzt nicht irgendwie gezwungen ins Camp Office, sondern ich will da auch gerne hin. Ist schon völlig okay. Ich dachte vielleicht nur, weil es jetzt praktischer ist, sozusagen hier beim Questgeber zu bleiben. Aber das kriegen wir auch noch hin. Also, ich nehme erstmal. Was nehme ich denn hier? Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll gerade hier. Auf jeden Fall die Spritzen. Hier noch die Schmerzmittel. Ich will nicht höher als 35 eigentlich gehen, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss auch sagen, ich habe selber gemerkt, wie ich ein bisschen unkonzentriert in den letzten Parts war. Zum Beispiel die. Warum ist mir das dann nicht schon vorher aufgefallen? Natürlich geht es hier unten zum trostlosen Marschland und ich finde das immer noch sehr, sehr krass hier gerade. Übrigens, die alte Heimat der Familie Spence erinnert mich irgendwie an King of Queens und vielleicht wohnt da Spence mit seiner Mutter. Ich weiß es nicht. Kurzwellenturm, also an sich hätte mir das schon früher auffallen sollen, ist es mir aber irgendwie nicht. Ja, ne? Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz in Ruhe. Hier, wir gehen halt zum Lagerbüro. Ich würde gern vorher auch noch dieses Versteck hier holen wollen. Tomcat meinte schon, dass viele Spieler erstmal, ich nehme mal diese ganzen Sachen für Angelzeug, was wir uns immer noch nicht herstellen können, leider. Dass viele Spieler, bevor sie überhaupt Jeremiah geholfen haben, aber überhaupt hier was gemacht haben, erstmal den ganzen Rätselsee abgegrast haben. Das ist natürlich sehr verlockend, gerade für Leute, die schon mal. Ach so, wartet. Noch etwas. Moment, wir müssen was tauschen. Will, zieh dir mal die Hose aus und die auch. Wie bescheuert kann man aussehen? Entschuldigung, aber wie sieht das denn bitte aus? Will missed Leg Day oder so ähnlich, ne? Wie blöd sieht das denn aus? Guckt mal, die dünnen Beinchen.
So, wir müssen nämlich diese Hose, die hier. Nee, welche war es denn? Oh, wo mache ich denn drei Hosen im Inventar? Jo, wartet mal, die. Verdammt, jetzt. 20, 7, 22, 85. 21, 7, 22. War das vorher schon so? Jetzt muss ich die nochmal ausziehen. Tut mir leid. Anziehen. 20, 7, 22, 85. 21, 7, 17. Nee, das war andersrum besser, ne? Oh Gott. Das ist eine Krepelei. Hier anziehen und anziehen. Ist das jetzt richtig? 21, 7, 17, 84. 21, 7, 17, 84. So, jetzt nochmal. Es tut mir leid, das ist irgendwie gerade. So, hier war jetzt gerade diese krasse Cargo-Hose. Und hier kommt jetzt 21, 7, 22. Das war gerade bei 21, ne? Okay. Weil Bumbi meinte, ich sollte es halt austauschen. Und das sollte ich halt mal umtauschen, einfach weil Will halt wirklich bescheuert aussieht. Aber das geht gar nicht. Oder? Also ich kann hier tatsächlich nicht. Ich kann hier das nicht anziehen. Das ist ja auch merkwürdig. Ich kann hier nur das und hier kann ich dann die Skimaske anziehen. Das ist ja auch. Oh Gott, was ist denn hier gerade? Warum? Gerade war es super dunkel draußen, hat sich voll zusammengezogen. Jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt haut mein Lichtverhältnis hier nicht mehr hin. Gut. Schön. Danke, Wetter. Oh komm, also wir kümmern uns nochmal drum. Vielleicht ein Bär in der Zeit hier angekommen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Herr Bär. Herr Bär ist noch nicht da. So, also immer noch am Umziehen. Wie gesagt, ich höre auf euch, keine Angst. Ich lese ja alles und ich verplane halt auch viel, ne, beim Spielen. Und achte auf irgendwelche Sachen nicht. Jetzt nehme ich das noch mit. Komm, wir nehmen noch ein paar Verbände mit, einfach weil wir es können. Und dann nehmen wir noch die Klamotten mit. Und Tee. Und Kaffee. Ist immer gut. So, das reicht mir erstmal. Den Rest können wir dann. Wie viel ist denn hier noch drin? 9 Kilo. Das sollten wir hinbekommen bei der nächsten Tour. Hunger haben wir. Wir haben aber gar nicht mehr so viel zum Essen. Jetzt ist wirklich meine Frage. Ich traue mich bei. Ich finde. Bei dem Nebel immer loszulatschen, das ist immer so eine Sache. Wir haben beim letzten Mal schon kaum einen Wolf gesehen und jetzt noch bei Nebel. Und der Nebel kann ganz schnell mal noch dichter werden. Deswegen gehe ich, glaube ich, lieber mal rein. Und mache drin ein Nickerchen und gucke einfach mal, wie es so wird. Es ist halt wirklich schade. Eigentlich mag ich auch diese Hütte hier, aber wir können halt hier nirgends irgendetwas machen. Ich finde das auch ein bisschen schade. Also dieses Rotsystem kenne ich halt, ne, von Elder Scrolls oder von Fallout. Ich habe schon überlegt, ob es irgendwann nicht mehr rot wird, wenn man da irgendwie mit. Aber ich glaube, das bleibt das auch rot. Aber da kann man es halt, ne, kann man wenigstens nicht stehlen. So, wenn man halt schleicht und so. Das geht hier. Ich weiß nicht, was passiert. Was passiert denn, wenn wir irgendwas anklicken? Ich meine, der kann ja nur nicht viel machen. Soll ich das mal? Ich komm, ich klick mal einen Spind an. Jeremiah vertraut jetzt weniger. Ach du Scheiße. Okay, das passiert also. Verdammt. Sorry, ich wollte nur gucken. Ich habe nichts mitgenommen. Guck mal, der Spind ist noch leer. Voll, entschuldigt. Oh nein, jetzt vertraut er uns weniger. Oh, ist jetzt unser Vertrauendings hier weg? Bei 20. Vorratsversteck wird auf der Karte. Oh Gott, schade. Tja, so ist das halt. So ist das halt. Ja, so ist das halt. Gut, ich wollte eine Runde schlafen. Lageraktion. Pack mal hier hin. Und wir schlafen mal eine Stunde. So langsam sollten wir dann doch etwas essen, glaube ich. Hey, aber ist jetzt ja, mein Gott, 5 Punkte sind jetzt nicht die Welt vom Vertrauen her. Das ist jetzt wirklich schön.
Ich bin radioaktiv verstrahlt. Gucken wir mal. Wenn es besser. Oh ja! Ja! Auf jeden Fall! Hey! Hui! Juhu! Und da sind gerade Grashalme. Oh, falscher Weg. Grashalme. Hier sind manchmal Geräusche, die sind mir einfach wirklich gar nicht geheuer. Genauso wie diese komische Höhle da oben, in der wir nicht rein dürfen, anscheinend. So, ich versuche mal wieder querfeld einzugehen. Ohne dabei zu sterben. Also also wie das jetzt mit dem Bär gemeint ist, würde mich irgendwie auch mal ein bisschen interessieren. Ist das einfach nur so eine Standardwarnung von Jeremiah, dass man halt, ich meine, wir wissen ja einigermaßen, wie man mit einem Bär umgeht in The Long Dark. Halt für die Leute, die halt noch nie einen Bär gesehen haben in The Long Dark, für die Anfänger sozusagen. Wie so ein Hinweis oder... Wäre natürlich sehr, sehr krass, wenn das so ein System wäre wie bei der Gejagd-Herausforderung. Wer die nicht kennen sollte, da müsst ihr euch vorstellen, dass euch eigentlich die ganze Zeit der Bär jagt. Und ihr nicht wirklich viele Chancen habt und ihr eigentlich die ganze Zeit nur den Bär im Nacken habt und zu viel Adrenalin im Blut und ja. Und das ist wirklich heftig, das ist sehr, sehr heftig. Und da, jetzt, wenn ich mir so vorstelle, dabei irgendwie noch, hallo, hallo Max. Dabei dann noch halt den, also hier den Story-Modus zu spielen. Was war das? Meine Maus ist verrückt. Das sieht super ulkig aus, ne? Wie hell ich bin. Das Wetter ist halt auch komisch. Ich habe auch schon gelesen, dass, irgendeine seltsame Hausspinne mit 8 cm Beinen sich zurzeit gerne nach drinnen verkriecht. Aufgrund der seltsamen Wetterlagen. Das ist wirklich toll. Das freut mich außerordentlich. Ich habe hier hinter mir am Fenster, da, an dem Fenster. Moment, mein Finger, da. Da hängt eine Spinne. Wir sind uns noch nicht einig, wer hier das Vorrecht hat. Ich lasse da halt erstmal hängen. Aber da konnte man tatsächlich beim Bugs zuschauen. Die hat doch manchmal eine Fliege da in ihrem Netz. Ich habe auch ein Foto gemacht. So eine Kreuzspinne. Furchtbar eklig und furchtbar groß. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, da hinten hochzugehen. Das ist auf jeden Fall ein Reh. Warum eigentlich nicht? Das ist die eingestürzte Stelle. Da gehen wir mal später hin. Ich latsch mal hier hinten weiter lang. Ach ja. Ja, und da ich halt, wie gesagt, die letzten beiden Tage konnte ich nichts aufnehmen und ich brauche ja für morgen auch wieder Parts für The Long Dark. Da unten ist irgendwo ein Wolf. Wir müssen ein wenig aufpassen. Also uns mangelt es gerade nicht an Munition, aber... Also an hier voll Leuchtpistolenmunition. Weil ich darf mir jetzt halt selber nicht in die Quere kommen mit Life is Strange und Long Dark, obwohl ich, so wie ich mich kenne, Life is Strange das wird nicht so lange dauern. Das habe ich ja sonst auch immer sehr, sehr Willst du mich denn vereiern? Warum ist er eigentlich so blöd? Ha! Nein! Oh Gott, ja. Wir nehmen das da. Warum sind wir eigentlich so blöd? Also ich, nicht ihr. Warum bin ich eigentlich so blöd und lade diese verdammte... Oh, ich hätte mich... ich hätte vorher... Was haben wir denn noch für Leiden? Wartet mal. Oh Gott, ich hasse dieses System. Ich muss mich mal kurz beschweren. Ich hasse das System. Warum habe ich nicht nachgeladen? Ich lade immer eigentlich...
Okay, wir müssen. Dein verstauchten Handgelenk? Na, dann nimm noch. Okay, wir sind auch nicht mehr. Ich sollte eigentlich jetzt was essen, weil unser Zustand ist nicht geil. Keine Ahnung, wann ich vermasselt habe, nicht nachzuladen. Wahrscheinlich bei dem letzten Wolf, ne? Ja, okay. Sorry. Naja. Wir sind ja nicht gestorben. Es ist wirklich komisch, also. Also in der Sandbox wäre das jetzt vielleicht sogar schon das Aus gewesen. Da hinten rennt er noch lang. Aber hier nehme ich die Sache nicht ganz. Also ich nehme natürlich so Long Dark ernst und ich nehme auch den Story-Modus ernst. Aber ich weiß halt, dass hier nicht Ende im Gelände ist, wenn ich sterbe. Und das ist ganz angenehm. Deswegen nehme ich mir gerade meinen Fehler nicht so sehr zu Herzen, aber ich sollte es mir natürlich nicht angewöhnen. Ich hoffe, jetzt vom Camp Office hängt keiner rum. Ja, wir müssen dann. Oh mein Gott. Okay. Ist da noch einer? Oh mein Gott. Puh. Alles klar. Ich stelle mich mal kurz hier hinten hin. Und bin mal kurz still. Und esse was. Verdammt. Wie viele Wölfe? Einer ist rechts. Ist es der? Okay, die rennen beide weg, das ist ein Traum. Wie schnell waren die jetzt bei uns, bitte? Oh, 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 wir werden jetzt sterben. Weil ich habe auch nicht nachgeladen. Und ich habe einen verstauchten Knöchel und wir werden jetzt sterben. Aber Achtung, Achtung. Wow, nicht schlecht. Ich glaube, das können nicht rennen. Das machen die Klamotten gerade. Was denn hier los? Was denn? Hallo, Katastrophenpart. Warum? Ich bin sofort drin. Ja, 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 ja. Bleib ruhig, Will. Wir machen das. Wir machen das hier jetzt mal ganz in easy peasy. Ich muss erst. Achso, okay, wir bluten. Also, ein Verband. Hals. Ja, am Hals. Leg den Verband an. Oh mein Gott, wir sind im Arsch. Und unsere Klamotten. Das Blöde ist jetzt gerade, es kann gut sein, dass unsere Klamotten wirklich im Arsch sind. Und ich bin gerade panisch und verwirrt. Alter, dieses System, das ist wirklich zum, sorry, zum Brechen ist das. Hier. Gott. So. Jetzt. Die Wahrheit ist, dass unsere Klamotten. I could eat anything. Ja, was ist denn hier los? Hä? Haben die unsere Klamotten nicht zerrissen? Also sag mal, der Story-Modus ist wirklich sehr, sehr gnädig, ne? Wow, ich dachte, es ist alles futsch. Ich dachte jetzt, es ist alles futsch. Futschikato. Aber so richtig Futschikato. Der Einzige, der gerade Futschikato ist, ist Will selber. Der Arme. Den müssen wir jetzt hochpäppeln. Seit wann sind denn vom Camp Office Wölfe? Warum? Warum? Wie? Wann? Drei Stück. Das sind die, die eigentlich auf dem See eigentlich rumhampeln. Ach, es tut mir leid. Und ich habe natürlich nicht weiter nachgeladen und das werde ich jetzt erstmal tun. Nachladen. Warte mal, habe ich das hier eigentlich? Das war alles leer. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen uns. Ich muss mich jetzt mal gerade sortieren. Unser Zustand ist traumhaft gut. Der ist. Respekt. Wir brauchen Essen. Okay, also unsere nächsten Wege. Eigentlich müssten wir nochmal zurück und die anderen Sachen aus der Kiste. Und ich habe wirklich Angst vor diesem Bug. Ich will nicht, dass wir die Sachen, da gerade sind die Rehhäute und so, ne? Das will ich nicht unbedingt verlieren. Ich würde dann so schnell wie möglich versuchen. So schnell wirklich versuchen, hier die Häuser abzu grasen. Es ist schön. Ich glaube, es ist die Lichterkette. Die Lichterkette ist für mich einfach halt so Weihnachten, ne? Okay, also wir benutzen mal hier die Schränke. Oben packe ich Essen und so ein Kram, also so Kaffee.
Hat Kaffee Kalorien noch? Kaffee und Tee Kalorien? Also in der Not können wir auch Kaffee trinken und Tee und dann dadurch uns irgendwie ein bisschen hochheilen. So. So viel Tee brauchen wir nun auch nicht. Ich würde am liebsten dann gleich nochmal zurücklaufen, aber nicht in dem Zustand. Natürlich blöd. So, der nächste Schrank. Da packen wir mal ein bisschen. Ja, da sollten wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Streichhölzer rauspacken. Am besten die mit am schwersten sind. Gott. Wie viel? Was? Waren das zwei, drei Wölfe? Oh Mann, ey. So, nee, bei auf Stalker A. Ah, ah, nee. Never ever würden wir das normalerweise überleben. So, die Stückchen, die behalten wir. 10, 10, 10, 20 hier nochmal. So, da sind wir schon wieder bei 30 Kilo. So, jetzt erstmal die ganzen medizinischen Supplies. Aber so brauchen wir die wenigstens mal auf. So, hier ist noch eine Lampe. Ich glaube, ich würde die gerne. Kann ich die. What have we here? Kann ich die hier drauf platzieren? Geht das? Was? Das ging doch. Jetzt. Ja, sehr gut. Gut, gut, gut. Dann habe ich das im Überblick, dass die hier ist. Da ist da hinten noch Handschuhe. Die können da gerne liegen bleiben. Oh Gott. Erst irgendwie gar keine Angriffe und dann so viele. So. Erstmal die guten Sachen hier rein. Ich mache es mir mal einfacher. So viele Spritzen brauchen wir nicht. Oh Gott, zum Glück hat man so viel für solche Situationen. Aber jetzt weiß ich auch, was Olle Samira meint damit, dass die Wölfe ihnen leicht auf die Nerven gegangen sind. Hier am Rätselsee. Ja, gut. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn uns jetzt nochmal so viele Wölfe angreifen, sind vielleicht die Verbände gar nicht mal so schlecht, so viele mit dabei zu haben. So, unsere Klamotten. Kann es sein, dass ich immer noch diese eine Hose mit mir rumtrage? Ich glaube, die Klamotten packe ich mal, so wie wir es immer machen, oben hin. Dann übersehe ich das auch nicht. Auch wenn es hier jetzt halt so komplett anders eigentlich. Hier sieht es halt mehr belebter aus, ne? Vorher war ja nicht so viel Zeug. Huh. Was, in die Truhe oder in die Schublade? Komm, wir packen es in die Truhe. So, hier diese Hose. Ab rein da. Und dann haben wir hier noch das, diese Socken. Das und das. Sag mal, trage ich irgendwie einen Pullover nicht? Doch. Will's Pullover. Der kann ja auch rein. Okay. Das sollte doch alles. Ich kann fahren. Achso. Ja, ist alles. Ich habe alles an. Das ist bei mir eine berechtigte Frage, ob ich alles hier anhabe in der. Moment. Moment, Moment. Packe ich die mit hier. Ich packe die mit unten rein. Meine Herren, das kann ja sehr, sehr interessant werden, der Rückweg. So, die packe ich hier mit rein. Also wirklich wenig Nähzeug haben wir tatsächlich nicht. 70 und 100, der kommt hier rein. Mit dem könnten wir einfach mal langsam die Axt schärfen oder irgendwas. Hier die Schnur brauchen wir auch noch nicht. Puh, 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 puh. Also das Sortieren, das ist halt auch immer, das ist halt so mikromäßig. Wir haben schon zwei Gewehrmunition, aber kein. Das Gewehr, das wir reparieren sollen, haben wir irgendwie nicht im Inventar. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich bin mir sehr unsicher, was das angeht. Hier haben wir noch eine Fackel im Notfall. Sind bei 27 Kilo, sehr gut. Hier so ein Metallschrott können wir noch reinpacken. Den Stoff, den packe ich oben mit rein. Eine Bartflechte. Die kommt hier mit rein. Die wollten wir jetzt ja auch ein bisschen mehr sammeln für Jeremiah. So. Dann hätte ich erstmal einigermaßen alles aussortiert. Soweit, wie ich das gerne haben möchte. Ich glaube, ich packe mal zwei Altholz raus. So viel kalt ist uns tatsächlich nicht.
weil wir gute Klamotten haben. Dreimal Brandbeschleuniger brauche ich wirklich nicht. Achso, das wollte ich noch dann. Moment. Wegpacken. Ablegen. Ja, wo dekorieren wir es denn hin? Hier ist ja so viel Deko auf einmal. Vorher hat man halt immer irgendwie gerne dekoriert, ne? Und ich pack's einfach hier mit drauf. So. Tadam. So, Inventar ist erstmal soweit. Ja, ist okay. Könnte, glaube ich, besser sein, aber passt erstmal. Passt erst einmal. 60. Komm, wir reparieren mal die Axt, weil die hat uns ja gerade dank des Wolfes gut geholfen. Ich kann ja mal während des Schärfens. Passt auf. So. Schärfen. Kann ich euch ja mal die Wertespinne am Fenster zeigen. Ich habe davon nämlich ein Foto gemacht. Wartet. Sieht man das? Moment, oh Gott, es ist immer sehr, sehr... Schön, ne? Ist ja nicht schön. Oh, jetzt, ja, mich scharf stellen. Danke, Kamera. Ist er nicht hübsch? Super. Ich glaube, ich sollte dir einen Namen geben. Dann ist er mir nicht mehr so gruselig. Wenn so lange hinter dem Fenster da ist und sie da bleibt, ist er halt okay, aber... So, wir haben Nacht. Oh, wir müssen uns auch unbedingt erholen. Wir sollten einen Tee trinken, bevor wir schlafen gehen. Sachen, die ich nicht oft tue in The Long Dark, aber dazu müsste ich ein Feuer anmachen. Muss der warm sein, um uns besser zu erholen? Muss der warm sein? Wo ist denn der Ofen? Hier ist der Ofen. Da ist sogar ein Brikett-Ding. Oh, na. Kaminofen. Holzbrikett. Kanonenofen, nicht Kaminofen. Ich brauche nur ein bisschen. Ein bisschen Feuer für einen Tee. Weil ich glaube, den Tee haben wir schon im Inventar, ne? Da übrigens liegt links eine Axt. Habe ich die mit Absicht da liegen lassen, die Axt? Ja, ne? Ich sollte die mal woanders hinlegen. Doch, die habe ich gesehen, die Axt. Die habe ich extra da liegen lassen, weil ich die nicht mitschleppen wollte. Ich sollte die da mal wegpacken. Puh. So. Ja, das war's, Will. Packen wir mal ein paar Stöckchen drauf. Viele brauchen wir nicht. Hier der Kräutertee, genau. Achso, haben wir schon eine Tasse Kräutertee? Genau. Gar die mal. Also einfach nur warm machen. Gar den Tee, nicht die. Sind ja keine. Und. Jetzt trinken wir den. Der bringt uns Temperatur und Ausruhen. Ist verbessert. Alles klar. Ich brauche eine Lampe. Sonst finde ich den Weg nicht zum... Will? Achso, ich habe die Lampe... So. Dann ganz schnell nach oben. Vielleicht sollten wir vorher noch was essen. Und dann ruhen wir uns aus. Was essen wir denn? Das Beef Jerky. Ja, schön, da ist aus einer kleinen Umzugsreise die Mega-Monster-Attacke der Wölfe geworden. Und eigentlich müssen wir es im nächsten Part nochmal machen, die Reise. Das ist halt wirklich überhaupt unglaublich nicht spannend, aber ich werde kein Opfer des Bugs werden. Und ich werde oft Opfer eines Bugs. In The Long Dark, deswegen habe ich da wirklich gar keine Lust drauf. Ist auch so typisch, ne? Gerade diese Kiste, die ist ja extra, denke ich mal, dafür da, dass man da sein Zeug reinpackt. Oh Mann. So. Haben wir es ja fast geschafft und der Zustand ist so weit, dass wir würden wieder einen Angriff überleben, denke ich mal. Und selbst wenn nicht, haben wir jetzt gespeichert durchs Schlafen. Und
Dann holen wir einfach ganz schnell, das geht wirklich ganz schnell, holen wir dann das andere Zeug halt einfach vom Pelzjäger und bringen das hierher und dann fangen wir an, den Rätselsee leer zu looten und holen uns die Rohrkolben und alles aus den Häusern und ja. So, hier noch eine Stunde. Wasser können wir uns beim Pelzjäger machen, das darf ich nur nicht vergessen. Ja. So, da ist es wieder hell. Will ist fast wieder genesen. Ich halte mal ein bisschen hier oberhalb, dass der Zustand nicht runtergeht. So, sehr, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Das war ja sehr, das ja, eher unerfolgreich, dieser Part. Die ganzen. Es ist aber, man kann doch. Ich hätte wahrscheinlich anders und besser reagieren können, aber was soll ich machen? Irgendwie hätte ich zum Camp Office gehen müssen und es sollte halt schneller nachladen auf jeden Fall. Da denkt man dann in dem Moment einfach überhaupt gar nicht dran. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dann. Tschüss! This is me against the world.